Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei dem neuen Biertest-Video mit mir, dem alten Biersüffler. Ja, heute auf unserem Gabentisch haben wir, glaube ich, ein ziemlich bekanntes Bier und das habe ich dem Drachen 83 mal wieder zu verdanken. Dankeschön für die Büchse Bier, die du mir zugeschickt hast. Ja, auf diesem Kanal haben wir das Krombacher tatsächlich noch nicht probiert, das Krombacher Pilz. Ich denke, das sollte aus der Werbung eigentlich bekannt sein, oder? Die Perle der Natur, wie es so schön heißt. Ja, kommt hier in der Dose daher, habe ich schon ein paar Mal getrunken gehabt. Also ich glaube, ich könnte mir schon vorstellen, wie es schmeckt. Ja, seit 1803 Krombacher Pilz aus Krombach, eine Perle der Natur, steht da sogar nochmal drauf. Ja, Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hopfenextrakt ist klar, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot ist auch klar. Hier aus der 0,5er Dose und hat 4,8% Umdrehungen das Ganze. Ja, ein Spitzenpilz der Krombacher Brauerei mit Felsquellwasser gebraut. Das klingt so richtig so nach Natur, oder? So richtig so, oh, Kelle direkt so an die Felsquelle und dann ja, schön Hopfen rein und die Maische und alles. Ja, dann, oh, ist ein tolles Bier. Ja, toll, finde ich gut. Und Leute, ich habe richtig Bock drauf. Ja. Also ich hatte vorhin hatte ich Lust auf ein schönes Schwarzbier. Und ich hatte keins. Und dann habe ich gedacht, ich habe noch so viel zu tun. Und da bin ich die ganze Zeit nicht dazu gekommen, ein Bier zu trinken. Und jetzt habe ich Abendbrot gegessen. Und ich habe jetzt so ein Bier los. Das ist halt mein erstes Bier. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wenn man lange Zeit kein Bier trinkt. Dabei liegen wir ein paar Stunden dazwischen seit gestern. Aber das ist furchtbar. Leute, wir machen die Büchse auf. Geht's mir nach. Ich habe Bierdurst. Ach, geiler Sound, offen ist sie. Trinktemperatur liegt etwa bei 7 Grad. Und dann wollen wir mal wieder unser schönes Probieraroma-Glas. Zack, da läuft es rein. Sehr gleichmäßig. Ja, kann man es erkennen? Ja, ich glaube schon. So, ausgespült ist es vorher. So. Gucken wir mal, dass wir ein kleines Blümchen hinkriegen. Ja, nicht nur ein kleines, ein recht ordentliches kriegen wir hin. So, Krombacher Pilz, was haben wir da? Ist ein Bier. Ganz klar gibt sich als solches zu erkennen und das sieht verdammt lecker aus. Das sieht ja verdammt lecker aus. So, da haben wir erstmal eine Blume. 1, 2, ja locker 2, komm, ist sogar 2 und ein Viertel, aber sagen wir mal 2 Finger breit das Ganze. Ja, fein bis mittelporig, sehr linear, fluffig, wattig das Ganze bei doch recht großen Luftbläschen, die einen anlächeln. Finde ich sehr schön, springt ein bisschen oben drum. Ja, ist schon Zeichen von Frische, ist in Ordnung. An der Seite ist es genauso, wie man es erkennt, ja, mittelporig. Blumenteppich, keine Risse, keine Löcher, wird kontinuierlich nachgebildet durch die Spritzigkeit, denn vom Boden aus des Glases steigen tatsächlich richtig viele kleine Schwebeteilchen, Kohlensäureperlchen nach oben. Sieht sehr gut aus, scheint sehr spritzig zu sein. Und ja, klassische Pilzfarbe, Mittelgold haben wir hier, filtriert natürlich, schön erdig das Ganze. Ja, sieht sehr gut aus. Und hier Schaum bleibt an der Glaswand haften. Schön. So, gehen wir nochmal kurz ein Schlückchen nach. So, ich würde sagen, für die, ich kann es nicht lassen, ich weiß. Für die Ästhetik können wir einfach, ich gebe hier 10 von 10 Punkten für die Ästhetik, sieht wirklich schön aus. Ja, so, dann würde ich sagen, machen wir mal kurz mal anschnuppern. Durchaus herb würzig, würde ich es jetzt bezeichnen. Man kann den Hopfen riechen. Ein bisschen herblich, wie gesagt, aber auch eine kleine Würze schwingt damit. Finde ich ganz gut. So, und jetzt aber runter damit, würde ich sagen. Ihr Lieben, wir machen jetzt einen Antrunk. Die Lieben war doch immer auf euch. Zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Antrunk. Ja, Krombacher. Ja, vollmundig. Ganz klar, ganz weiches Brauwasser wurde verwendet. Super, schmeichelt richtig den gesamten Mundraum aus. Von der Backeninnenwand bis zur Zunge, bis hinten am Gaumen. Da kitzelt nichts, da beißt nichts, da zwickt nichts, gar nichts. Ist total weich das Ganze. So richtig schön vollmundig, fluffig, weich, wie man es sich vorstellt. Ja, dann das nächste, was mir sofort beim Antrunk auffällt, ist natürlich schon diese wirklich
ja, zarte Saftigkeit. Ja, das Ganze ist alles andere als wässrig, dann so richtig schön saftig kommt das Ganze daher, so richtig schön süffig auch, kann man wunderbar wegtrinken. Und die Spritzigkeit, die man vielleicht so im Glas erwartet, dass das jetzt so richtig schön prickelt irgendwie auf der Zunge, das bleibt aus, was ich aber persönlich gut finde, weil das muss jetzt nicht so übertrieben spritzig sein. Es ist fein abgestimmt. Ja, und dann merkt man natürlich auch, klar, klassischer Pilzcharakter, wir haben es ja mit einem bisschen herberen, bitteren Bierchen zu tun. Und der Malzgeschmack rückt dadurch ein bisschen eher in den Hintergrund, das Malz und Getreide. Und ja, klassisches Pilz, Aufgabe erfüllt. Nochmal kurz einen kleinen Nachtrunk. Und ich würde fast noch sagen, bei den kleineren Schlücken, vorderer Zungenbereich, ein bisschen Fruchtigkeit sogar noch mit drin. Kleiner Fruchtkörper, ganz klassisch, überreifer Apfel und Birne. So in diese Richtung wieder, gibt ein bisschen Säure ab und ein bisschen Lieblichkeit. Passt, machen wir mal Mittelteil, ne? Oh Gott, Leute, das könnte ich jetzt so wegächsen, das glaubt ihr gar nicht. Ja, schade, dass ich keine zweite Dose hier hätte, sonst hätte ich mir erstmal gleich mal einen Liter reingeschraubt. Mein Bier ist was Feines, ne? Ich liebe Bier. Ja, Charakter des Bieres, ganz klar. Diesen Fruchtkörper, der kommt ein bisschen jetzt mehr zum Vorschein, würde ich sagen. Ja, das ist so ein bisschen so jetzt an, ich sage jetzt mal so ein bisschen eingependelt das Ganze. Aber eigentlich will ich auch sagen, dass da so ein bisschen was Negatives ist. Muss ich jetzt einfach mal raushauen. Und zwar gerade so bei den etwas größeren Schlucken, sage ich mal. Wenn man so ein bisschen zügiger trinkt, dann merkt man auch so, huch, da ist aber doch ein bisschen Alkohol zu schmecken. Ne? Und das ist jetzt, sage ich mal, wie viel hat es? 4,8, ne, war es, glaube ich, gewesen. Das ist ein bisschen, ja, suboptimal, sage ich, wenn die, ja, 4,8 hat es. Wenn die Aromen eher dezent, eher mild sind und fein abgestimmt sind, dann ist es ein bisschen zu dominant, wenn es dann so ein bisschen im Abgang hier hinten, so in diesem Bereich, ne, hinterer Kehlkopf, wenn es da so ein bisschen beißt nach Alkohol. Man merkt ihn. Es wäre schöner gewesen, wenn er ein bisschen mehr verdeckter, ummantelt gewesen wäre. Vielleicht eine kleine Fruchtlieblichkeit, so eine Fruchtsüße vielleicht noch mit rein. Ohne, dass es zu bappig wird, ne? Aber das hätte man noch machen können. Bei den kleinen Schlücken fällt es kaum auf. Das ist wunderbar, da ist es schön herbitter, wie es sein soll. Fein abgestimmt. Ja, und hinten weiter, da hat man halt den Alkohol, den du ein bisschen merkst. Der ist ein bisschen suboptimal. Aber es meckern, oder was heißt es, eine Kritik wirklich auf ganz hohem Niveau. Das ist jetzt so, ja, meckern auf der obersten Linie sozusagen. Ja, das ist schon sehr gut hier. Gut, dann machen wir noch schnell mal einen Abgang fertig. Ja, oh, schön. Und, Mensch, und ganz hinten, also wirklich ganz hinten hier wirklich im Halsbereich, da ist es wirklich samtig und da kam gerade noch mal so eine kleine nussige Note nach oben auch. Ja? Also ich schätze mal, das wird jetzt eher tatsächlich so vom Getreide kommen. Vom Gerstenmalz her, leicht nussig das Ganze, finde ich sehr angenehm. Und auch wirklich sehr, sehr samt im Abgang. Ganzer Halsbereich, da beißt wieder nichts. Ja, eigentlich können wir es sehr, sehr einfach machen. Krombacher, eine Perle der Natur. Es schmeckt tatsächlich sehr nach Natur. Es schmeckt sehr frisch. Es schmeckt sehr fein abgestimmt. Eher milder das Ganze. Durchaus ja, biergartentauglich, ohne weiteres. Kann man im Sommer wie im Winter trinken. Ist für unterwegs Outdoor-Aktivitäten aber genauso gut zu Hause zu gebrauchen. Ne? Zu einem Braten oder sowas vielleicht sogar. Würde funktionieren, weil halt kein Aromastoff drin ist. Also so ein Aroma. Nuance, ein intensiver Geschmack, der zu vordergründig ist. Ist nicht. Das ist wirklich alles ganz eben, so ganz glatt, so richtig schön fein poliert, so richtig schön glatt abgerundet das Ganze, dass wirklich alles zusammenpasst. Als einzigsten Kritikpunkt, den ich sagen würde, ist, dass ich jetzt keine zweite Dose hier habe. Nein, Spaß. Sondern es ist tatsächlich wirklich der Alkohol, der im hinteren Bereich ein bisschen unangenehm hervorschmeckt. Das hätte ich mir noch so gewünscht, ja, dass das weg wäre. Dann hätte ich tatsächlich somit die höchste Punktzahl gegeben. Aber so bin ich auch sehr, eigentlich kann man es machen, also.
Nee, der ist da, der Alkohol, den merkst du. Ich mach 4, Leute. 4 von 5/6 Punkte sind wir auf jeden Fall beim Durchschnitt. Und das hat das Krombacher Pilz auch verdient. Ist schon sehr lecker. Kann man wirklich empfehlen. Da macht man nichts falsch, wenn man das seinen Gästen anbietet. So, ihr Lieben, ich bin ganz zappelig. Da werde ich mich jetzt noch ganz gemütlich drum kümmern. Dann suchen wir noch eine zweite Büchse für heute. Und das macht ihr am besten auch jetzt gleich noch. Ne? Verliert euren guten Biergeschmack nicht und der Biersüffler ist draußen. Ciao, bis zum nächsten Mal.